Viel schöner könnte es nicht sein. Die untergehende Sonne über dem Lake Hötiäinen hier in der Kontiolahti, in der Bärenbucht, gibt dem Ganzen eine herrliche Kulisse. Die ersten beiden Weltmeistertitel übrigens in 4x7,5 Kilometer Staffeln wurden seinerzeit in Deutschland vergeben, in Garmisch und in Altenberg. Die Sieger hießen jeweils Norwegen. Erik Lesser und die anderen drei wollen, dass es diesmal anders wird. Vorgestern beim lockeren Joggen haben sie geplauscht, Erik Lesser und sein Zimmerkollege Daniel Böhm, und haben gesagt, so, dieses Mal haben wir doch eigentlich mal dieses Quäntchen Glück verdient. Dieses Mal sind wir dran. Also eine echte Kampfansage für die Russen, die in diesem Winter schon dreimal erfolgreich waren. Norwegen. Die letzten vier Weltmeister hießen allesamt Norwegen und jeweils mit dabei Ole Einar Bjørndalen auf der Jagd nach seiner 40. WM-Medaille. Das ist einer aus der Silberstaffel von Sochi, Erik Lesser, dort schon Startläufer. Die letzten drei Staffeln im Weltcup, allesamt auf Platz 2, beendet die Deutschen. Deshalb wollen sie heute mehr. In Frankreichs Quartett die Foucault-Brüder Simon und Martin, die Österreicher. Bei der letzten gelaufenen Staffel, der fünften dieses Winters, in Oslo auf Rang 3. Da wollen sie auch heute wieder hin, wenn es irgend geht. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Und die Staffelüberraschung des Winters, die Kanadier mit den Gau-Brüdern. Neben den Bö-Brüdern, den Foucault, und sind das also schon das dritte Brüderpaar in dieser heutigen Staffelbesetzung. 27 Staffeln insgesamt am Start. Und die drei trägt Deutschland, trägt Erik Lesser. Die Ruhe in Person, ein bisschen auch hilfreich, das Hörgerät, was er trägt, das umliegenden Geräusche ein bisschen dämpft. Im Moment ist das nur noch so eine Art Filter, der die hohen Frequenzen rausnimmt, wenn viele rundherum schießen, dann ist er in seinem eigenen Tunnel. Ganz cool seit seiner Goldmedaille in der Verfolgung. Abgebrüht. Alle fünf Staffeln dieses Winters sahen Erik Lesser auf der ersten Position und los geht's. Der Altmeister Ole Einar Bjørndalen setzt sich gleich an die Spitze. 19 Mal ist er schon Weltmeister geworden in allen möglichen Disziplinen, die es gibt. Auch mit Staffeln, 5-mal insgesamt. Und wie eben erwähnt, die letzten 4 Titel gingen allesamt nach Norwegen. Und jedes Mal war er mit dabei. Der Russe Garanichev und Erik Lesser, die ersten drei, die hier der Sonne entgegenlaufen. Diesen ersten kleinen Buckel hinauf. Die Strecken haben es in sich. Sie sind breit genug. Sie sind bestens präpariert. Sie sind hart. Die Bedingungen exzellent, wie der Bundestrainer eben gesagt hat. Kein Wind. Die untergehende Sonne begleitet sie auf den ersten Kilometer. Links Garanichev, rechts Ole Einar Bjørndalen. Ende Januar 41 Jahre alt geworden. Rechts unten Erik Lesser, seit dieser Saison ja diese neue Startmethode. Drei nebeneinander und dann die anderen hintereinander. Direkt im Skating-Schritt auf die Strecke. Garanichev, Bjørndalen und Österreichs Startläufer Daniel Mesutic mit dabei. Gepasst. Da wird es eng. Erik Lesser da mitten im Gewimmel. Hier in Kontiolahti, wo er vor 5 Jahren seinen Einstand feierte in den Weltcup. Daran erinnert er sich gar nicht so gern. Das war Rang 44 im Sprint. Seitdem ist viel passiert. Seitdem ist Erik in der Weltspitze angekommen, hat sich etabliert und hier in Kontiolahti zum ersten Mal in seinem Leben gewonnen. Gleich ein WM-Titel. Der hat ihm nochmal einen richtigen Schub gegeben. So, schau einer an, Daniel Mesutic, der Altmeister aus Österreich jetzt seinerseits an der Spitze des Feldes. Die Österreicher haben eine Menge vor. Erik Lesser mitten im Feld, vorn jetzt die Tschechische Republik. Für mich noch ein ganz heißer Medaillenanwärter, vorher noch nicht genannt worden. Wenn er hier der Erste durchkommt aus der Tschechischen Republik, Michal Krčmář, die vermeintliche Schwachstelle, dann mischen auch die mit im Kampf um die Medaille.
Und hier wird auch richtig Tempo gemacht auf der ersten Runde. Also überhaupt kein Versteckspiel. Daniel Mesutic, der sich normalerweise auf der ersten Runde immer hinten am Ende des Feldes aufhält. Heute mit einer ganz anderen Taktik, habe ich noch nie zuvor von ihm gesehen. Er gehört mit seinen 34 Jahren schon zu den Alten, zu den Erfahrenen. Mit dabei im letzten Jahr in Sochi, als es Bronze gab in der Staffel für Österreich. Hinter Russland und hinter Deutschland. Der zweite dahinter ihm, Kari Kolff aus Estland. Beginnt hier sehr mutig. Und dann noch der Slowake Tomáš Hasila. Die Favoriten halten sich bedeckt, halten sich zurück. Ganz interessant, gestern beim Pressegespräch hat Erik Lesser erzählt, ich kenne alle meine Pappenheimer hier. Interessant, wie gut er sie alle studiert hat. All die, die sonst auch immer Start laufen, wie hier mit der 20, Lowell Bailey, den amerikanischen Startläufer. Er kennt die Eigenheiten von Ulla-Einar Björndalen, von Simon Foucault. Er kennt den Schweden Almgren, der bestimmt wieder in 18 Sekunden die Dinger rausballert, hat er gestern erzählt. Also wirklich phänomenal, wie er sie alle analysiert hat und wie er sich so eine Taktik zurechtgelegt hat. Vorneweg Lowell Bailey, einer der Linkshänder im Feld, ein Multitalent. Spielt Mandoline in der Folkband, spielt Gitarre bei allen möglichen Anlässen, wenn die Biathleten zusammen feiern. Und ist auch noch ein exquisiter Biathlet, einer der besten im Team USA. USA, Österreich, Estland. Überraschende Reihenfolge. Ulla-Einar Björndalen an fünfter Position und etwa neunter, zehnter im Moment Erik Lesser. Hat vor diesen Weltmeisterschaften gesagt, ich bin noch lange nicht müde, ich bin immer noch angriffslustig. Kein Wunder, der Mann ist Rekordhalter in jeglicher Hinsicht und er möchte jeweils eine runde Ziffer erreichen. Entweder 20 WM-Titel oder wenigstens in Anführung 40 WM-Medaillen. Das ist heute möglich für Norwegen, den großen Favoriten. Das erste Schießen, jeder sucht sich die Bahn, die auf der Startnummer steht. Also Frankreich jetzt ganz vorn, Simon Foucault auf der 4. Das ist Egil Bjelland, der Trainer der Norweger. Alexei Kobelev für Russland und Marc Kirchner am Fernglas für Deutschland. Schießbahn 3. Erik Lesser, der beste Liegenschütze dieses Feldes. Er gilt enorm schnell, genauso wie Simon Foucault. Beide durch, beide fertig. Auch Ulla-Einar Björndalen, alle ohne Fehler. Garanicev muss nachladen. Mesutic durch. Die Tschechen mit Problemen und hier Jevgeni Garanicev. Vorne das ging ruckzuck. Erik Lesser, Simon Foucault, Ulla-Einar Björndalen, der erste mit dabei. Daniel Mesutic. Sehr, sehr gute Bedingungen und gleich zum Beginn einer der Top-Favoriten muss in die Runde. Ein Wahnsinn, Jevgeni Garanicev. Ist das schon das Aus der Medaillenambitionen für den großen Favoriten, die dreimaligen Saisonsieger aus Russland? Das ist eine irre Geschichte. Garanicev, der sonst so sichere Schütze, muss abbiegen. Und die sind schon längst wieder unterwegs. Das ist der Stand der Dinge. Erik Lesser, klasse und schnell geschossen, genauso wie Simon Foucault, der zuletzt hier ja Vierter war über 20 Kilometer. Und wir sehen nochmal die Serie, die frisch gesprühten Scheiben. Bei Weltmeisterschaften gibt es immer wieder neue Zuschauer, denen sei gesagt. 45 mm der Scheibendurchmesser. Blitzschnell alles getroffen und Andi Stitzel ist der Mann, der seit diesem Jahr der Co-Trainer neben Marc Kirchner ist. Und gleich nebenan ist die Warmlaufstrecke. Daniel Böhm wird der Zweite sein und er war derjenige, der Erik Lesser zu dieser Kampfansage herausgefordert hat, als sie vorgestern beide unterwegs waren beim Joggen. Die Jungs enorm locker drauf. Gestern hat Erik Lesser sogar
das Journalistengespräch vorübergehend übernommen, hat seinerseits Fragen gestellt, hat Daniel Böhm gefragt, sag mal, du hast doch behauptet, du wärst so heiß gewesen vor dem 20er, warst du vorher noch in der finnischen Sauna? Darauf der, ja, 4 Stunden lang, aber für dich hat es allemal gereicht. Also, ungewohnte Lockerheit, direkte Kampfansagen, genauso muss es sein. Jetzt Simon Foucault vor Erik Lesser und Ole Einar Bjørndalen. Und wieder Daniel Mesutic, also über den bin ich richtig erstaunt, was der sich zutraut. Der Mann aus St. Jakob im Rosental. Vielleicht haben Sie Tobias Reiter da auch gehört. Genau richtig so mitlaufen, genau wie im Verfolger. Und wie der ausging, das wissen wir. Österreich, Frankreich, Norwegen, Deutschland, USA. Wenn Sie parallel auch noch ein paar Fragen loswerden möchten, alles ist möglich im Social TV. Es kann nebenbei gechattet werden. Da sitzt mein Kollege Christian Dexne, der Ihre Fragen gern beantwortet. Vielleicht hat er auch eine Erklärung für das erste schwache Schießen von Jewgeni Garanichev. Ganz ungewohnt. Er war zweimal mit dabei in diesem Winter, als die Russen am Ende siegreich waren. Daniel Böhm. Auch er aus der Silberstaffel des letzten Jahres aus Sochi hat nochmal gecheckt, dass er nicht aus Versehen mit leeren Magazinen losläuft. Alles schon da gewesen, auch bei Prominenten der Zunft, zum Beispiel Andrea Henkel. Und hier eindeutig zu sehen, jetzt wird taktiert, die Kräfte werden eingeteilt. Vor dem noch anstehenden Stehenschießen, dieser lange, schwierige, steile Anstieg. Starke Vorstellung hier auch von Lowell Bailey mit der 20 mittendrin. Von Simon Foucault, der schon ein bisschen traurig war und Aufbauhilfe von seinem Bruder Martin brauchte. Zum 4. Mal bei Weltmeisterschaften schon auf dem sogenannten undankbaren 4. Platz. Hier haben wir ihn groß im Bild. Hey! Jetzt einmal ein bisschen auf Zeit. Hey! Hey, geh ein bisschen auf Zeiten dort. Und am Rande der Strecke verschafft sich Andi Stitzel da Platz und Raum. Der konnte da nicht wie gewohnt mitlaufen und Erik Lesser hier Hinweise geben. Das hat ihn sichtlich geärgert. Garanichev auf der Verfolgungsjagd. Das ist ein schweres Handicap, eine dicke Bürde, die sie hier gleich mitschleppen müssen, die Russen. 53 Sekunden hatte er Rückstand nach dem Schießen. Schauen wir mal, ob er ein bisschen was gut gemacht hat. Profitiert natürlich jetzt davon, dass vorne ein bisschen taktiert und gebummelt wird. Also 13 Sekunden hat er aufgeholt. Und Erik Lesser, das ist faszinierend, macht alles so, wie er es angesagt hat. Hat sich lange hier im Schatten von Ole Einar Bjørndalen aufgehalten. Und kurz vor dem Schießen geht er nach vorn, um der Konkurrenz zu zeigen, ich bin stark dran. Ich gebe euch das Tempo vor. Mein Schießrhythmus ist entscheidend. Er sucht sich dann die Bahn aus, auf der er schießen möchte. Und wenn er hier als erster kommt, dann darf er auf die erste Schießbahn. Simon Foucault, sehr entspannt, läuft da sehr aufrecht, ohne großen Stockeinsatz. Zeigt deutlich, wie gut die Bretter sind der Franzosen, die bei diesen Temperaturen immer mit bestem Material am Start sind. 4 ausgezeichnete Schützen machen sich fertig zum ersten Stehenschießen des Tages. Egelinos. Deutschland, Frankreich, Norwegen, Österreich auf den ersten 4 Bahnen. Frankreich durch, Simon Foucault der schnellste, Erik Lesser. Klasse der Rhythmus, klasse die Serie, alles getroffen. Das hat er gut gemacht. Mesutic muss jetzt nachladen. Bjørndalen ist ebenfalls weg. Also die drei Großen da vorne unter sich. Simon Foucault mit Wut im Bauch, ob dieses 4. Platzes.
Björn Dahlen und Erik Lesser. Jetzt Vollgas auf der letzten Runde hin zum ersten Wechsel. Ganz stark der Finne Kaupinen und Kritschmar, der Tscheche, hält sich ausgezeichnet. Dann der beste Bulgare dieses Winters neben Iljev, Krasimir Alev, sehr gut dabei. Und Österreich muss tatsächlich in die Strafrunde. All die hochfliegenden Träume jetzt schon dahin. Vielleicht hat sich dann Mesutic doch übernommen. Er wollte zu viel. Hat er mich echt gewundert, wie aggressiv, wie forscht er da zu Werke gegangen war. Die kleine Strafe folgt auf dem Fuße. Garanicev hat es jetzt besser gemacht. Geht jetzt auf die Strecke. 46 Sekunden allerdings immer noch. Großer Rückstand auf Simon Foucault. Bin mir richtig gegen sicher, dass Ulainer Björndalen gleich alles geben wird, um Simon Foucault einzubekommen, die 4-Sekunden-Lücke zu schließen. Und Erik Lesser wird in seinem Windschatten hinten dran sein. Simon Foucault, 4,5 Jahre älter als Bruder Martin, und die Serie von Erik Lesser. Verhalten noch an die Stitzel. Aber ja, jetzt alles gehört, alles drin. Wunderbar. Und da sind die beiden. Ulainer Björndalen voran und Erik Lesser hinten dran. Auf der Jagd nach Simon Foucault. Aber er ist stark drauf. Simon Foucault. Und auch läuferisch hat er zugelegt im Verlauf des Winters. Mit der besten Form dieser Saison hierher angereist nach Kontiolahti und schon zweimal Vierter gewesen. Ulainer Björndalen. Ende Januar, wie erwähnt, 41 Jahre alt geworden. Hier in Kontiolahti einmal Fünfter, einmal Sechster. Das ist stark. Da muss mitgehen, das ist gute Geschwindigkeit. Vollgas, hopp! Der Finne Jarkko Kaupinen, stärkster im Quartett. Der Gastgeber hält sich wirklich ausgezeichnet, ist immer noch Vierter. Dann Kritschmar für die Tschechen, der Bulgare. Lowell Bailey ein bisschen zurückgefallen. Mittendrin mit der 7 die Ukraine und Garanicev kommt erst ganz hinten. Das immer noch ein wichtiger Fingerzeig. Macht er gut oder nicht? Verliert hier Sekunden. Eben waren es 46 und jetzt kommen noch ein paar drauf. 49,1 Rückstand Garanicev auf Simon Foucault. Lief bereits in der Silberstaffel des letzten WM-Jahrgangs 2013 im tschechischen Nové Město. Und jetzt ist Ulainer Björndalen dran und Erik Lesser hoffentlich auch gleich. Schauen wir mal, ob auch er die Lücke schließen kann. Das ist enorm, wie gut Ulainer Björndalen drauf ist. Hat sich sogar den Luxus geleistet, den Weltcup von Oslo, seinen Heimweltcup auszulassen, um noch mal zu trainieren, Kraft zu tanken für diese Weltmeisterschaften. Für den großen Sturm auf seine 40. WM-Medaille. Erik Lesser knautscht, der kämpft. Hat zuletzt auf den 20 Kilometern 2,5 Minuten fast verloren auf den Laufschnellsten. Über die Kuppe, bring nochmal Druck auf den Oberkörper. Bring nochmal Druck drauf. Komm, nach hinten haben wir 15 Sekunden Luft. Probier es nochmal jetzt. Alle 5 Staffeln dieses Winters hat er angelaufen. Dreimal waren sie Zweite, die Deutschen. Heute soll mehr rausschauen am Ende, im Moment auf Rang 3. Rückstand ganz gering, nur 5 Sekunden, aber die ersten beiden jetzt kurz vor dem ersten Wechsel. Da ist Daniel Böhm, Zimmerkollege von Erik Lesser, in einer wirklich faszinierenden Form. Rang 11 über 20 Kilometer mit der drittschnellsten Laufzeit. Und jetzt ist Ulainer Björndalen tatsächlich vorbei an Simon Foucault. Also der große Vorausfavorit. Norwegen wird als erster wechseln auf Tarje Bø. Simon Foucault auf Jean-Guillaume Beatrix und Daniel Böhm, haben wir eben gesehen, wartet auf Erik Lesser.
Björn Dahlen, der im Jahre 2005 in Hochfilzen zum ersten Mal Staffelweltmeister wurde. Eine Wahnsinnskarriere, auf die er zurückblickt, könnte heute seinen 6. Staffel-WM-Titel holen. Aber so weit ist es noch lange nicht. Ganz starke Vorstellung des Oldies, des Ältesten hier heute, der mit dabei ist. Simon Foucault mit einer erwartet guten Startrunde und Erik Lesser auf Platz 3. Verliert da höchstens 4-5 Sekunden. Das ist wieder eine ausgezeichnete Leistung des Frankenhainers. Der seinem Opa gleichtun möchte und ein bisschen mehr sogar im internen Familienduell. Opa Axel seinerzeit Vize-Weltmeister. Norwegen ist durch, Frankreich ist durch. Daniel Böhm ist unterwegs. 6,4 Sekunden, ein Hauch. Schauen wir auf die Abstände. Oh ja. Kretschmar hat sich wirklich sehr, sehr gut gehalten auf dieser ersten Runde. Nur 17 Sekunden zurück die Tschechen, die jetzt 3 ganz starke unterwegs haben. Bulgarien wird diesen guten 5. Platz nicht halten können. Die Weißrussen werden auch ein Problem haben. Mit Rang 6, USA auf 7. Die wollen heute unter die besten 8. Die Finnen jetzt zurückgefallen. Und wo ist Russland, wo ist Österreich? 14. Platz, die Österreicher, 49 Sekunden Rückstand auf Rang 16, Russland. Das war anders geplant. Karadzhev zum ersten Mal mit einem kleinen Schwächeln als Staffelstartläufer. Er hat seine Sache wieder richtig, richtig gut gemacht. Glückwunsch, Erik Lesser. Wechsel, wie vorhin erwähnt, 30 Meter lang die Wechselzone, 9 Meter breit. Innerhalb dieser Zone muss es einen wirklich deutlich erkennbaren Körperkontakt geben. Meistens auf den ausgestreckten Arm, manchmal auf die Schulter oder den Allerwertesten, egal. Er muss gut zu sehen sein und wird von den dortigen Offiziellen auch deutlich angezeigt. Und Daniel Böhm hat die 6-Sekunden-Lücke sofort geschlossen. Profitiert natürlich davon, dass Jean-Guillaume Beatrix ganz genau weiß, er ist der schwächste der Läufer auf dieser Runde. Hat nicht unnötig auf die Tube gedrückt. Er weiß, Tadej Bö und Daniel Böhm hinter sich. Und Jaroslav Sukuk, der läuft hier ein bisschen unrund, als wenn er den falschen Stock hat. Achten wir mal drauf, ob er gleich einen neuen bekommt. Habt auch einen tschechischen Betreuer gesehen, der in Windeseile in seine Richtung gelaufen ist. Offenbar ist ihm unterwegs ein Stock zu Bruch gegangen. Jetzt hat er den neuen links am Bildrand mit der 8, Jaroslav Sukuk. Mit der 11 hier, das sind die Schweizer, das ist deren Stärkster, das ist Benjamin Wieger. Im Moment auf Rang 10. Jetzt schauen wir mal, was der Russe macht. Das ist Alexei Volkov, ein exquisiter Schütze, der irgendwie versuchen muss, natürlich auf der Strecke diese Lücke zu schließen. Und hier nochmal das Missgeschick von Jaroslav Sukup. Stürzt hier und hat sich einen Stock gebrochen oder den Teller unten verloren. Deswegen brauchte er einen neuen Stock. Und das ist das neue Selbstbewusstsein von Daniel Böhm. Das ist seine neue Stärke. Der ist läuferisch so gut drauf wie noch nie zuvor. Endlich, hat er gesagt, bin ich mal gesund durchgekommen durch die gesamte Vorbereitung. Hat hier einige in Staunen versetzt mit der 6. schnellsten Laufzeit über 20 Kilometer. Technisch fast wie aus dem Bilderbuch, aus dem Lehrbuch, wie er hier körperaufrecht diesen Anstieg leichtfüßig hinaufschwebt. Beatrix dahinter und dann Tarnibu. Also richtig schade für Daniel Böhm, dass er den Massenstart morgen nicht mitmachen kann. Sauber steuern, dein Tempo. Genau. Das hast du sauber im Griff. Körpersprache gefällt mir, Daniel. Einwandfrei. Passt du soweit? Ganz genau. Da sind wir uns total einig. Körpersprache gefällt mir auch von Daniel Böhm, wie der hier nach vorn gegangen ist. Und Erik Lesser
kriegt hier die Gratulation in der Techniker. Das war wieder ein richtig gutes Rennen. Taktisch ausgebufft. Abgebrüht mittlerweile, macht alles richtig. Ja, schwerer Rucksack jetzt für Alexei Volkov, der läuferisch noch nicht in der besten Verfassung ist. Vor der Saison hat er sich einen Arm gebrochen, hat sich langsam wieder hineingekämpft in die russische Staffel. Jetzt ist er da und muss gleich eine Lücke von 50 Sekunden schließen. Dani Böhm hat gestern noch mal von der wirklich herausragenden Stimmung geschwärmt im deutschen Team. Übergreifend Frauen und Männer. Hat gesagt, vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass wir so stark sind gegenwärtig. Wir Männer untereinander kennen uns alle fast schon 10 Jahre lang, fast alle aus dem Juniorenbereich. Jeder gönnt dem anderen alles, jeder teilt alles mit dem anderen. Dementsprechend momentan 6 richtig gute Männer unterwegs. Auch Andy Birnbacher oder Benedikt Doll hätten hier einen Platz in dieser Staffel verdient. Der eine krank abgereist. Und der andere, der Benedikt, der einen muss es halt treffen, der schaut heute zu. So, der Führende auf die erste Bahn, Daniel Böhm. Dann Frankreich, Jean-Guillaume Beatrix. Dann Norwegen, Tarje Böhm. Und wieder ist der Deutsche der beste Ligenschütze auf dieser Schlange. 95% aller Schüsse bringt er wirklich ins Schwarze in diesem Anschlag. Daniel Böhm. Was für eine geniale Serie. Wunderbar schnell geschossen, die anderen unter Druck gesetzt. Tarje Böhm lässt sie nicht lumpen, ist genauso schnell. Jean-Guillaume Beatrix mit einem Nachlader. Schafft das sofort der Franzose? Jawohl. Es rührt sich aber auch wirklich kein Windchen, aber dennoch musst du so schnell, so frech schießen wie Daniel Böhm. Die anderen erstmal in Zugzwang bringen und bei Jean-Guillaume Beatrix ist es ihm gelungen. Das ist aber auch einer, der momentan nicht in der Form des letzten Jahres ist. Als er Bronze gewann bei Olympia in der Verfolgung. Die anderen tun sich ein bisschen schwerer hier, alle mit Nachladern. Nur wenige, die ungeschoren durchkommen, der Kasache zum Beispiel. Simon Eder jetzt auf Rang 7, nur 26 Sekunden zurück. Davor noch die Tschechin, also Hut ab vor Jaroslav Soukup, der diesen Sturz einfach mal so weggesteckt hat. Sehr schön zu sehen, wie hoch das Niveau mittlerweile ist im Männerbiathlon. Hier bis Rang 14, 15, 16 und das sind momentan die Russen. Alles innerhalb von 54 Sekunden. Das ist schon mal bei einem einzigen Schießen aufzuholen oder auch zu verlieren. Wie vorhin bei den Russen gesehen. Also bis hierher perfekt die Vorstellung der Deutschen. Wie schnell Daniel Böhm die 6-Sekunden-Lücke geschlossen hatte und wie schnell er hier geschossen hat. Das verdient ein extra Lob. Schade, schade, dass er ausgerechnet auf den 20 Kilometern 2 Fehler geschossen hat. Ansonsten wäre da vielleicht schon eine Medaille für ihn drin gewesen. Das ist sein Wohnungskollege aus Oberhof, das ist Arne Pfeiffer, sein langjähriger Freund. Beide stammen sie aus dem Harz. Der eine, Daniel Böhm, seit 2007 in Oberhof bei Marc Kirchner. Der andere ein Jahr später gefolgt, Arne Pfeiffer. Stichwort folgen. Jean-Guillaume Beatrix muss irgendwie versuchen, diesen beiden jetzt hier zu folgen. Daniel Böhm und Tarje Böhm. Beide sehr, sehr lautstark. Tarje Böhm hier schon mit 3 Medaillen dekoriert bei diesen Weltmeisterschaften. 3-mal Bronze. Mixed, Sprint und Verfolgung. Wenn ihm das vorher einer gesagt hätte, dann hätte er den ins Reich der Träumer verwiesen, hat er uns erzählt. Sein Winter war nicht so perfekt. Der von Daniel Böhm wirklich lupenrein. Das Rennen ganz stark bis jetzt. Auf geht's, auf! Jean-Guillaume Beatrix auf Platz 3. Die Franzosen müssen aufpassen, dass die Lücke nicht zu groß wird. Und mit der 10 jetzt nach vorn geschoben hat sich Italien, das ist Lukas Hofer. Dann die Amerikaner, die haben auf der 2. Position jetzt Leif Nordgren. Dann Jaroslav Soukup, eisenharter Typ, der immer wieder aufsteht, nicht nur nach dem Sturz wohin.
Er hat im August 2012 mal einen richtig schweren Radunfall gehabt mit diversen Brüchen, Arm, Unterarm, Handgelenk und ist jetzt wieder mittendrin. Daniel Böhm, jetzt der führende Mann. Hin und wieder gibt es Fragen im Chat. Wo ist eigentlich Andi Birnbacher? Ich hoffe auf dem Wege der Besserung. Er ist zu Hause, er ist abgereist, hatte hier sich einen Infekt eingefangen, der oberen Atemwege. Sonst wäre er hier auch im Sprint und Verfolgung zum Einsatz gekommen. So erhielt Benedikt Doll die Chance. Daniel Böhm nutzt seine heutige bis hierher mit Bravour. Sieht läuferisch richtig gut aus, setzt da Tadje Bö unter Druck. Kommt vom SC Buntenbrock, wo sein Vater übrigens Teile des Nachwuchses trainiert. Buntenbrock, ein Ortsteil von Clausthal-Zellerfeld. 300 Einwohner drücken ihm da jetzt die Daumen. Ganz, ganz starke große Langlaufgruppe gibt es da, die dieser Verein gegründet hat im Jahre 1974. Einer der kleinsten Langlaufvereine Deutschlands. Aber ein Daniel Böhm ist daraus hervorgegangen. Klasse. Komm, jawohl. So machen wir weiter. Ja, komm, aufgesetzt. So machen wir weiter, sagt Andreas Stietzel, der auch mal in einer Staffel sehr erfolgreich war. In einer Europameisterschaftsstaffel allerdings im Jahre 2002 holte er Staffelgold. Damals übrigens noch gemeinsam mit eben angesprochenen Andi Birnbacher. Hofer, Nordgreen und Sokup sind durch. Jaroslav Sokup mit der 6, der 8 für die Tschechen. Auf den achten wir mal besonders gleich beim Stehenschießen, ob er sein Malheur von vorhin endgültig abgeschüttelt hat. Klemen Bauer, laufstarker Slowene. Die Finnen halten sich immer noch sehr gut. Die Gastgeberstaffel auf Platz 10 mit 8 die Toivanen. Ukraine überraschend weit hinten und tja, Alexei Volkov kann keinen Boden gut machen. Immer noch mit 55 Sekunden Rückstand auf Daniel Böhm, der vorne richtig stark ist, jetzt ein bisschen das Tempo rausgenommen hat vor dem Schießen. Das war die Chance und die hat er sofort genutzt, für Jean-Guillaume Beatrix wieder ranzukommen an die ersten beiden. Da war der Daniel Böhm mal in einer richtigen Krise. Da hat er sich die Zeit genommen, ist dreimal nach Norwegen gefahren zu Raphael Poiré, einem vielfachen Weltmeister. Hat mit dem damals am Schießen gewerkelt. Hat seinen Anschlag verändert und seitdem beibehalten. Und auch die Waffe, die er damals in die Hand genommen hat und die er mit Raphael Poiré gemeinsam abgestimmt hat, die schießt er noch heute. Hat jetzt mehr Spannung im Anschlag und das tut ihm gut, sagt er. Und vielleicht auch deshalb ist er mittlerweile ein so exzellenter Schütze. Erster Fehler jetzt bei Daniel Böhm und gleich noch einer oben drauf. Keiner ungerupft davon gekommen. Beatrix muss nachladen, auch Tadje Bö. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Frankreich durch. Tadje Bö nicht. Daniel Böhm hat noch eine Scheibe und noch zwei Schüsse. Jetzt hat er's. Italien durch. Lukas Hofer macht hier ein richtig gutes Rennen und Tadje Bö, der schwächelt so ein bisschen. Jetzt muss er treffen, der Norweger. Die Schweizer durch, Benny Wieger, die Tschechen mit Sokup und Bö. Gerade noch mal von der Schippe gesprungen, verliert hier deutlich an Boden. Die ersten sind weg, Beatrix, Hofer und Böhm. Sokup ist Vierter, starke Vorstellung des Tschechen. Unbeeindruckt, Simon Eder für die Österreicher. Alle noch auf Schlagweite und auch nur 20 Sekunden zurück, die Norweger. Klasse Staffelrennen bis hierher. Ständige Positionswechsel und Deutschland immer unter den Top 3. Volkov hat jetzt fehlerfrei geschossen und ist ein bisschen rangerückt. Hat 14 Sekunden gut gemacht. So, Frankreich, Italien, Deutschland. 5 Sekunden für Daniel Böhm. Hoffentlich gleich kein Problem. Wir schauen noch mal auf die Serie. Stehend ist er nicht ganz so
gut wie beim liegenden Anschlag, deutlich zu sehen hier. Beide Fehler links hoch. Aus der Bewegung herausgeschossen, ein sogenanntes Reaktionsschießen. 3,5 Kilogramm schwer ist so eine Waffe. Seine wiegt 3,8 Kilogramm. Reaktion von Erik Lesser, wohlwollendes Kopfnicken und er steht bei Jesse Wendler. Erik Lesser, es wirkte wie ein sehr beeindruckendes Rennen, auch wenn man bedenkt, dass die Weltmeisterschaften doch schon ein paar Rennen alt sind. Haben Sie was zu meckern an Ihrem Auftritt? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen hat man immer zu kritisieren. Letzte Runde hätte ich gerne ein bisschen Tuchfühlung nach vorne. Klar, 6 Sekunden sind jetzt nicht so wirklich viel, aber so ein Taye Bö kann ja auf der ersten Runde schon ganz schön Gas geben. Und da hätte der Daniel vielleicht seine Schwierigkeiten gehabt, wenn er vorne Gas gibt. Deswegen hätte ich gerne so in der Gruppe übergeben, aber es war mir heute irgendwie vergönnt. Aber so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Sie haben vor dem Rennen fast alle gesagt, Mensch, wir wollen jetzt einfach mal Gold. Und wir sagen das auch einfach mal, auch weil die Sehnsucht danach jetzt mittlerweile auch so groß geworden ist. Ja, auch. Also seitdem ich Staffeln laufe, seit 2012 oder 2013, haben wir nie gewonnen. Und irgendwann, wir sind jetzt so oft Zweiter geworden, irgendwann muss es reichen. Und wir sind heiß drauf, wir haben eine gute Form, der Einzel hat es gezeigt. Also wenn ich heute, dann beim nächsten Mal. Sehr schön, viel Erfolg, danke. Das ist einfach ein cooler Typ, der Spaß macht, dieser Erik Lesser. Immer ein Flottenspruch auf der Lippe und ja, wer nicht heute, wann dann? Wäre die richtige Frage gewesen. Er hat sich nicht getraut, jetzt zu stellen, aber der Typ hat einfach alles richtig gemacht, auch heute wieder. Und Alexei Volkov versucht, dichter ranzukommen. Also die Österreicher wieder da nach der Strafrunde, auch die Russen wieder dichter dran, das ist imponierend, aber deutlich zurück hinter den Führenden. Das ist Simon Schemp auf der Warmlaufrunde, der das sehr begrüßt, dass die gleich nebenan ist. Er sagt, ich habe schon ganz gern mitzubekommen, wie es auf den ersten beiden Schleifen so läuft. Wenn der dritte Läufer unterwegs ist, dann stehe ich ja schon in der Startzone. Hier, Stabverlust, wollte ich fast sagen, Stockverlust bei Lukas Hofer, der heute richtig gut ist. Gut, dass überall Betreuer gleich zur Stelle sind. Daniel Böhm hat da sogar fair gewartet, hat nicht versucht, an der Stelle zu überholen. Ist wahrscheinlich dem Italiener auszusehen, auf den Stock getreten. Also Lukas Hofer nicht wieder zu erkennen gegenüber den anderen Rennen hier in Kontiolahti. Zum Auftakt hat er sich auf der letzten Runde bei der Mixstaffel ein Duell mit Benedikt Doll geliefert und hat das verloren. Attacke jetzt von Jean-Guillaume Beatrix. Kann Daniel Böhm da nochmal folgen? Er versucht es jedenfalls. Geh nur nach, Daniel! Probier's! Geh nach! Geh rein! Geh rein! Geh hinten rein, Daniel! Geh hinten rein, komm! Probier's nochmal! Du musst dranbleiben jetzt! Ein ganz starker Antritt von Jean-Guillaume Beatrix. Erinnert mich an den Massenstart von Pocky Luca, als er am letzten Anstieg auch derartig losgerannt ist und dann gestrauchelt und gestürzt ist und am Ende nur Vierter wurde. Diesmal kam er ohne Sturz vorbei und hat Hofer und Böhm gleich ein paar Meter abgeschüttelt. Die nächsten allesamt nicht weit. Immer noch faszinierende Bilder hier am fünftgrößten See Finnlands. Großartige Kulisse. Jean-Guillaume Beatrix wächst über sich hinaus. Frankreich vorn, vor Italien. Überraschung, Überraschung. Andreas Zingerle hat mir heute vorher erzählt, wenn wir unter die ersten 8 kommen heute, dann bin ich zufrieden. Und Siegfried Massé, den wir gerade gesehen haben, der war sich nicht sicher, was Jean-Guillaume Beatrix und Quentin Fillon-Maillet heute so drauf haben. Die beiden Foucault-Brüder, die sind in Topform, das weiß er. Da warten die Nächsten und das ist der eben angesprochene Quentin Fillon-Maillet. In den Tagen von Kontiolahti noch nicht so überzeugend. Lukas Hofer dagegen mit der besten Vorstellung. Und auch Daniel Böhm ist wieder dran. Jean-Guillaume Beatrix hat versucht, ist nicht richtig weggekommen. Und Arne Peiffer bislang, wenn er eingesetzt war, mit herausragenden Staffelauftritten in diesem Winter. Wechsel Frankreich, Wechsel Italien und Wechsel Deutschlands. Alles innerhalb von 3 Sekunden.
Quentin Fillon-Maillet ist unterwegs. Für die Italiener jetzt Thomas Bormolini und für Deutschland Arne Pfeiffer. Wechsel der Bö-Brüder, die es hier geschafft haben, zum ersten Mal in der Geschichte von Weltmeisterschaften gemeinsam in einem WM-Rennen gemeinsam auf dem Podium zu stehen. Norwegen also dicht dabei, auch Österreich. Und enorm der vierte Platz der Schweizer. Benny Weger, das werden sie nicht halten können. Wir sind gleich wieder dabei und schauen nach, ob sie es schaffen. Gleich sind wir zurück. Willkommen bei xDrive Mountain Radio. Und nun zum Wetter. Wir erwarten heute Temperaturen zwischen milden plus 7 Grad und eisigen minus 9 Grad. Im Laufe des Tages gibt es heftige Regenfälle und viel Schnee. 1000 Gründe, zu Hause zu bleiben. Einer dagegen. BMW xDrive, das intelligente Allradsystem. Jetzt auch im neuen BMW X4 und im neuen BMW X6. Zurück bei der Staffelentscheidung. 4x7,5 Kilometer der Männer. Frankreich führt beim zweiten Wechsel vor Italien. Deutschland, dann kleine Überraschung, Schweiz auf Rang 4. Norwegen und Österreich auf den nächsten Plätzen. Und wir haben mal interessiert geschaut, wo Olympiasieger Russland momentan zu finden ist. Auf Platz 13 mit einem Rückstand von 50 Sekunden. So, sehr guter Schütze, der Franzose. Aber läuferisch, das hat sich in den Tagen von Kontiolahti gezeigt. Nicht der stärksten einer. Platzierungen zwischen 38 und 79. Dahinter Thomas Bormolini aus Livigno in der Nähe von Bormio, wo er beste Trainingsbedingungen hat, wo er eine Rollerbahn hat. Dann Arne Pfeiffer, der ist dran. Und dahinter Johannes Thiemiesbü. Rechts Armin Auchenthaler, der Südtiroler, der jetzt für die Schweiz arbeitet und natürlich hier besonders hingeschaut hat, was sein dritter Mann macht, der schon ein bisschen zurückgefallen ist. Der Serafin Wiesner ist das. Für die Amerikaner jetzt Tim Berg unterwegs. Der Bester. Dessen größter Fan sein Vater jedes Rennen zu Hause via Satellit auf einem Großbildfernseher schaut. In einer Kleinstadt außerhalb von Lake Placid zu Hause. Die Schweden, Kanada weit zurück auf Platz 12 momentan. Und das der dritte der russischen Staffel. Das ist Dmitri Malyshko. Immer noch ein gutes Stück Weg bis nach vorne. So, keine Angriffsversuche hier. Es schiebt sich alles ein bisschen zusammen. Frankreich, Italien, dann Deutschland mit Arne Pfeiffer. Die Norweger mit Johannes Thiemiesbø, dem Sprintweltmeister. Wäre vielleicht ratsam, diesen Franzosen ein bisschen unter Druck zu setzen. Gesagt, getan. Arne Pfeiffer greift an und Johannes Thiemiesbø klemmt sich dran. Ein richtig guter Schütze, den darf man auf der Strecke nicht in Ruhe lassen, denn da liegt seine Schwäche. Schaut auch ein bisschen unruhig nach links. Was machen die anderen? Arne Pfeiffer übernimmt die Spitze, wie vorhin auch. Daniel Böhm strotzt nur so vor Laufkraft. Die Trainer Andi Stitzel und Marc Kirchner haben die Deutschen noch mal stark geredet, haben ihnen gesagt, ihr habt die beste Laufzeit im Durchschnitt gehabt. Der Einzige, der übrigens familiäre Unterstützung hier mit nach Kontiolahti gebracht hat, ist Arne Pfeiffer. Das ist sein Vater. Alle anderen kommen ohne Familienbeistand aus. Er freut sich natürlich, den Vater da zu haben, auch wenn nicht viel Zeit ist am Rande der WM-Wettbewerbe. Sein Vater übrigens Förster von Beruf. Einer, der wie Arne Pfeiffer in den Wäldern des Harzes zu Hause ist. Und sein Sohn jetzt an der Spitze zeigt, wer am Ende hier Herr im Hause sein möchte. Dahinter Quentin Fillon-Maillet und dann Johannes Thiemiesbø, der super stark ist, der hier nach Siegen mit seinem Bruder gleichgezogen hat, der beim Sprint-WM-Titel seinen 8. Sieg insgesamt eingefahren hat, der aber immer wieder auch für eine Überraschung gut ist. Schießt immer volle Pulle und überzieht dabei manchmal auch, sehr zum Leidwesen seiner Trainer. Schauen wir mal, wie es heute wird. Dahinter immer noch die Italiener.
mit Thomas Bormolini. Überraschung. Bin ich gespannt, wie lange der sich da an dieser wirklich starken Troika halten kann. Jelund, seit dieser Saison der neue Mann bei den Herren. Auf Vegas. Schaut natürlich besonders auf Johannes Thienies. Wir schauen besonders auf Anpacker. Vorteil Peiffer, aber Johannes Thienies Bühl zieht jetzt nach. Vierter Treffer für beide. Arndt Peiffer ist durch, der Norweger auch. Der Franzose muss nachladen. Bormolini jetzt mit Problemen, wie erwartet fast. Aber die Schweizer mit Serafin Wiestner und die Tschechen, die sind dran. Irres Rennen, auch Österreich durch mit dem Schießen. Es schiebt sich alles zusammen. Wahnsinnig, wie gering die Abstände sind. Die Tschechen hier nur 8,7 zurück mit Michael Schlesinger. Dann die Schweizer halten sich exzellent. Frankreich ein bisschen zurückgefallen hinter die Österreicher, die jetzt auf Platz 5 sind. Und Italien muss in die Runde. Ich habe es fast geahnt. Thomas Bormolini, der Schwächste im Quartett Italiens, muss jetzt abreißen lassen. Biegt da jetzt ab. Währenddessen Jakub Fak für Slowenien als Siebenter rausgeht. Die ersten sechs innerhalb von 16 Sekunden. Es ist genial. Da kommt Tim Burke für die US-Amerikaner. Neunter Platz, keine 50 Sekunden zurück. Auch das ist wirklich immer noch sehr, sehr gut. Auch jetzt noch 12 Staffeln innerhalb einer Minute unterwegs. Nach 5 Schießen. So, schauen wir noch mal auf das Schießen von Arndt Peiffer. Schießt mit einer noch schwereren Waffe als sein Freund Daniel Böhm. 3,9 Kilogramm. Auch er ein wirklich sehr guter Liegenschütze. Tempo hoch, Tempo am schnellsten in diesem Schießen. Vater Carsten ist begeistert. Und auch Daniel Böhm, der schon beim Interview wartete, war zufrieden mit der Schießeinlage von Arndt Peiffer. Und deswegen kommen wir jetzt auch mit uns. Tja, und Daniel Böhm bei Ihnen, als Sie anfingen und gleich in Front ging, das sah alles so easy, so locker aus bei Ihnen. Wie easy vom Gefühl her ging es denn für Sie heute? Ja, das sah, glaube ich, nur so aus. Also ich habe mich heute schon ein bisschen schwerer gefühlt im Laufen. Der 20er, der steckte irgendwie schon noch ein bisschen in den Beinen. Aber ich habe versucht, am Anfang ein bisschen Druck zu machen, weil ich die Laufleistung jetzt in letzter Zeit echt gepasst haben. Und in der letzten Runde haben mir dann einfach die Körner gefehlt. Ich bin froh, dass ich noch den Anschluss halten konnte, aber eigentlich hatte ich schon vor, vielleicht ein kleines Loch aufzureißen. Wie viel Pfiff haben denn die Mädels gestern mit ihrer Goldmedaille gegeben? Wir haben gehört, am Abend gab es zumindest noch ein Gläschen Sekt. Das hat ja vielleicht auch noch was gebracht. Also die Mädels haben sicherlich nochmal angestoßen. Wir haben uns nach dem Gratulieren dann relativ schnell verabschiedet, weil ja, es war schon eine Vorlage und jetzt müssen wir nachziehen. Und bis jetzt sieht es gut aus, super spannend, super eng. Und ich hoffe, dass wir da vorne bleiben können. Toi, toi, toi. Vielleicht gibt es ja heute auch noch einen Grund anzustoßen. Viel Erfolg, danke. Wir schauen auf Frankreich. Fionn Maillet mit einigem Rückstand. Und wir schauen auf die Russen. Das ist immer noch Dmitri Malyshko, der krampfhaft versucht, ein bisschen näher zu kommen. Es ist den Russen gelungen. Vorbei an Jakub Fak jetzt, Malyshko. 41 Sekunden, das ist immer noch eine Menge Holz. Das ist immer noch eine Menge Holz, wenn man bedenkt, vorn sind jetzt auch gleich die Besten unterwegs. Vorn, das ist das Stichwort, Johannes Thienies Bø jetzt vorbei an Arndt Peiffer. Aber dahinter die starken Tschechen. Schlesinger, zweitschnellster in der Spur über 20 Kilometer. Sehr, sehr stark. Dahinter dann mit der 23, das ist die überrundete Staffel aus Lettland, also keine Panik. Die drei dort vorn erstmal ein bisschen unter sich. Johannes Thienies Bø auf seinen Lieblingsstrecken unterwegs. 2012 ist er hier dreimal Juniorenweltmeister geworden. Im letzten Jahr alle drei hier ausgetragenen Rennen gewonnen.
Und in diesem Jahr auch gleich das erste bei den Weltmeisterschaften, den Sprint an seine Fahne geheftet. Riesentalent, seit Jahren unterwegs und immer noch erst 21 Jahre alt. Dahinter Arn Peiffer, dann Michael Schlesinger. Bleib in der Position sauber noch, genau. Hell wach sei, sauber in der Position bleiben. Jawohl, komm ab, bleib noch dabei, ab. Immer wieder der bange Blick zurück bei Quentin Fillon-Maillé. Das bedeutet in der Regel nichts Gutes. Er weiß, die anderen sind allesamt läuferisch stärker, muss jetzt abreißen. Lassen und Dimitri Malischko kommt immer näher. Klar, er muss jetzt alles oder nichts gehen. Muss volles Risiko versuchen. An diesem Anstieg hat er 2 Sekunden gut gemacht. Jakob Fack, der auch kein unbeschriebenes Blatt, den hat er überholt auf der Strecke seit dem letzten Schießen. Und die drei hier vorne schon wieder auf dem Weg zum nächsten Anschlag, zum Stehenschießen. Arn Peiffer gleich bei seiner allerersten Staffel, das war im Jahre 2009. Im fernen Pyeongchang, wo es die nächsten Olympischen Spiele geben wird, Bronze dekoriert. Seitdem mit einem festen Platz immer wenn Staffelrennen gelaufen werden. Natürlich auch im letzten Jahr in Sochi dabei, als es Sieger gab. Ein absoluter Perfektionist, ein Maximalist, der sich sehr geärgert hat über seine Ergebnisse hier, unzufrieden war mit seinen Platzierungen zwischen 14 und 30. Tüchtiges Grummeln im Bauch hat. Der Wind ist irgendwo über dem großen See. Also, Laborbedingungen am Schießstand für Bill, für Peiffer und für Schlesinger. Auch der Schweizer schon da, Serafin Wiesner. Das ist eine kleine Sensation. Schau mal, wie der reinkriegt in die Optik. Schießt aber den ersten Fehler. Der Tscheche, super schnell. Und auch Arn Peiffer. Herrlich, wunderbares Schießen, grandios. Das ist einfach wundervoll, wie Arn Peiffer hier geschossen hat. Und die anderen müssen nachladen, mindestens zweimal. Beide, Bü und Schlesinger. Arn Peiffer ist weg, ist unterwegs, gibt jetzt Fersengeld. Und jetzt gilt es, eine Lücke zu reißen. Der Franzose ist durch mit dem Schießen. Der Norweger jetzt auch, Wiesner mit Problemen. Aber das war eine grandiose Vorstellung von Arn Peiffer. Der nächste ist Michael Schlesinger, 13 Sekunden zurück. Dann Johannes Tinius-Bü, dann die Franzosen. Das war genau das, was er wollte. Die anderen unter Druck setzen mit einem schnellen ersten Schuss. Der Schweizer verliert viel Zeit hier, bevor er in die Stärke kommt. Serafin Wiesner immer noch großartige Platzierung für die Schweiz. Dieser 5. Platz, dann Österreich, dann Russland. Ein bisschen näher rangerückt. 36,4 Sekunden. Nur an die Zweit- und Drittplatzierten, denn vorn hat Arn Peiffer richtig Gas gegeben und erst 2 Nachlader bis hierher. Das ist eine fabelhafte Schießbilanz. Die deutschen Männer genauso stark wie die Frauen am Schießstand. Und bis hierher haben sie es wirklich sowas von glänzend rübergebracht. Hut ab. Unter diesem Druck, unter dieser Anspannung so zu schießen. Klasse, freut sich auch der Papa. Und drückt alle, die irgendwie zur Verfügung stehen. Also Hut ab, blendendes Rennen bisher von Arn Peiffer, der ein absoluter Perfektionist, wie vorhin angedeutet ist, der sich seit vielen, vielen Jahren ein Trainingsbuch angelegt hat, dort alles reinschreibt, auch seine Eindrücke, wie er sich gefühlt hat, was richtig, was gut war, was zu viel, was zu wenig. Außerdem alles nochmal in den Laptop, um es rein sachlich mit Marc Kirchner zu besprechen. Aber das andere, das Emotionale, wie er sich gefühlt hat, das schreibt er für sich, das verarbeitet er jeden Abend. Und genau deshalb ist er vielleicht auch so erfolgreich. In Oslo, Sprintsieger. Und auf geht's, Arndt. Genau so ist es. Tobias Reiter, der Frauen-Co-Trainer am Rande der Strecke. 14 Sekunden Vorsprung. Jeden Meter nutzen jetzt. Vollgas. Hopp. Die nächsten sind da. Michael Schlesinger.
einer der stärksten Läufer momentan mit tollen Vorstellungen hier in den Spuren von Kontiolahti. Dann Johannes Tinnisbø, der zweimal nachladen musste. Und sie verlieren unwesentlich auf Arne Pfeiffer, aber der hält seinen Vorsprung von 13,8 Sekunden. Nach dem Schießen waren das 13,5. Und die Schweizer halten sich wirklich immer noch, ich muss sagen, großartig. Serafin Wiestner, Armin Auchenthaler hier rechts, feuert ihn an. Jakub Fack hat jetzt wieder den Russen überholt. Und das ist der Mann, der sich alle möglichen Szenarien zurechtlegt vor einer Staffel. Und meistens von der Realität eingeholt wird, hat er mir gestern erzählt, Simon Chen. Ausgebuffter Staffelschlussläufer, da kriegt einen kleinen Vorsprung mit. Von Arne Pfeiffer, so viel scheint jetzt schon klar. Und das liegt ihm gar nicht so, hat er mir gestern erzählt. Lieber mit der Gruppe laufen, als so 5 oder 10 Sekunden Vorsprung. Auch eine interessante Theorie. Aber soll der Arndt jetzt deswegen die Bremse reinlegen? Auf keinen Fall. Hoch den letzten Anstieg. Das ist großartig. Hat richtig getüftelt den ganzen Winter. Als es nicht lief, ist er zwischen Weihnachten und Silvester zu seinen ehemaligen Trainern von der Bundespolizei gefahren und hat mit ihnen trainiert, mit Roland Biermeier und Engelbert Glorz noch mal das Schießen perfektioniert. Und hier kriegt er die genaue Zeit, den Vorsprung auf den Norweger von an die Spitze. Ja, da sind sie gleich zu zweiter, denn einer darf immer nur 50 Meter weit nebeneinherlaufen. Das ist das Reglement. Also haben sich gesagt, sind wir ganz clever, 50 Stitze, 50 Reiter. Das ist super. So, Schlesinger immer noch 14 Sekunden zurück. Bö kommt auch nicht dichter, das ist gut. Und die Franzosen verlieren weiter. Nicht an Platzierung, aber an Zeit. Nach dem Schießen waren das 17 Sekunden, jetzt 33 Sekunden Rückstand für Quentin Fillon-Maillet. Der Schweizer verliert, der Österreicher. Sven Großecker macht das gut, aber dennoch muss er hier federn lassen. Und Dmitri Malischko hat sich auf der ersten Runde natürlich voll verausgabt und muss jetzt bluten. Simon Schemp wartet auf Arne Pfeiffer und er hat hier wieder ein fulminantes Staffelrennen hingelegt. Immer wenn der dabei war in diesem Winter, sei es in Antholz oder sei es in Oberhof, hat der richtig überzeugt. Auf Arne Pfeiffer ist Verlass. Das weiß nicht nur der Papa, der hier in der ersten Reihe steht. Die Mutter hält sich dezent zurück. Wo ist das in der Familie Pfeiffer? Beide sind sie natürlich mit angereist. Einmal haben sie sich auch getroffen, aber viel Zeit hatte Arndt nicht. Hat halt auch in den Tagen der WM volle Konzentration aufs Training gelegt. Und hier 13, 14 Sekunden zwischen sich und die Verfolger. Ja, letztes Durchpusten. 10 Minuten vor dem Wechsel geht er immer in die Wechselzone. Kriegt dann natürlich genau mit, was passiert. Simon Schemp und wartet jetzt auf Arndt Pfeiffer. Der letzte Wechsel ist jetzt schon Geschichte für Deutschland. Simon Schemp ist unterwegs. Die Sekunden laufen. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ganz großer Job von Arne Pfeiffer. Und jetzt sind zwei richtig große auf seinen Fersen. Emil Hecklis-Svensson, der Vize-Weltmeister über die 20 Kilometer. Und Ondřej Moravec für die Tschechen, der Bronzene. Das gibt ein furioses Finale. Noch einmal 7,5 Kilometer unter Hochspannung. Jetzt kommen die Franzosen. Jetzt kommt kein geringer als der Weltmeister über 20 Kilometer. Jetzt kommt Martin Foucault. 40 Sekunden. Kann er die noch mal stopfen? Bin ich gespannt. Davor noch die Slowenen, dahinter die Schweizer. Immer noch gut dabei. Österreich auf 7 und jetzt kommt Malischko. Oh ja, die waren schon mal dran auf 25 Sekunden zwischendurch wieder. Jetzt sind es 59 Sekunden. Anton Schipulin ist unterwegs. Die Zimmerkameraden Lesser und Böhm haben ihren Job richtig gut gemacht. Jetzt müssen sie warten und die vielleicht sogar schwierigere Zeit verbringen. Einer ist noch unterwegs. Ihr Schlussläufer, Simon Schemp.
Tja, da sagt er gestern noch, so ein kleiner Vorsprung ist mir gar nicht zurecht, aber ich glaube, der ist ihm deutlich mehr recht als 15 Sekunden Rückstand. Also, ich bin ganz sicher, er macht was draus, Simon Schenk. Emil Heckel-Svensson am Schießstand mit einer fehlerfreien Leistung über 20 Kilometer, am Ende mit Silber belohnt. Da war er der drittschnellste in der Spur, darauf kann er aufbauen. Simon, die Geschwindigkeit ist genau richtig, du hältst den Abstand. Jawohl, und auf! Auch die beiden wissen natürlich, was Simon Schemp in der Spur drauf hat und wissen, ihre Chance liegt beim Schießen. Da hat er ein bisschen geschwächelt, der Simon Schemp. Zum Auftakt beim Sprint, Sie werden sich erinnern, 7 Fehler und nur Rang 77. Das Malheur hat er abgehakt. Das musst du, hat er gesagt, das musst du ganz schnell. Und der hat wieder mal überzeugt. Arne Pfeiffer mit einer wirklich fantastischen 7,5 Kilometer Runde. Und jetzt kommt Martin Foucault, hier zum 6. Mal Weltmeister geworden in Kontiolahti. Und der will mehr. Wenn man ihn kennt, dann weiß er, 40 Sekunden, das ist möglich für ihn. 5 davon hat er schon getilgt. Landertinger kommt, hatte gestern Geburtstag, Glückwunsch nachträglich. Und die Schweizer immer noch gut dabei auf Rang 7 mit Ivan Joller. Dann eine überrundete Staffel und dann Anton Schipulin, der Russe, der sie schon 3-mal als Sieger über die Linie geführt hat. Zuletzt in Oslo triumphiert hat, hauchdünn gegen Simon Schenk. Wenn alles normal läuft, wird er es heute nicht mit Schipulin zu tun bekommen. Ich bin gespannt, ob er überhaupt noch einen seine Nähe lässt. Es wäre zu schön. Zum ersten Mal rauf diesen steilen, ekligen Anstieg. Er ist 2-mal vor den Tagen dieser WM hier in Kontiolahti und hat 2-mal richtig kalt vorgefunden und war diesmal richtig froh, dass es in Anführung fast warm ist für finnische Verhältnisse, denn Kälte mag ich überhaupt nicht. Genau im Bereich wie Ausgang. Ist was? Da vorne was aufgeholt. Komm, und genauso machen wir weiter. Ganz entspannt also die Anfeuerung von Andi Stitzel, der auch sehr schön variiert mit den Informationen und der Art und Weise der Ansprache. Martin Foucault. Einer der Großen sowieso. Die nächste Weltmeisterschaft heran ist, die gibt 2016 in Oslo, dann will er auch dort wohnen, auf dem Holmenkollen. Auch er ein Perfektionist, auch er versucht sich immer die besten Bedingungen zu schaffen und hat nochmal 2 Sekunden gut gemacht. Dann landet er. Dann ein ganz interessanter Slowene, Trijan Rock, der erst im Oktober letzten Jahres zum Biathlon kam. Meldete sich und sagte, ich will mitmachen, durfte und ist jetzt schon bei der WM. Schipulin ungewohnt weit hinten für russische Verhältnisse. Simon Schenkowitz. Seine erste Schlussfolgerung nach dem verkorksten Liegenschießen beim Sprint war, nach dieser Saison werde ich verschärft daran arbeiten, Liegenschießen bei starkem Wind zu üben. Heute überhaupt kein Wind, also beste Bedingungen für Simon Schenk. Am Liegenanschlag hat er noch mal richtig gefeilt im letzten Vorbereitungslager in Rittnau in Italien. Wie Sie gleich sehen werden, schießt er liegend immer in der Mitte beginnend. Denn da richtet er sich ohnehin ein. 2-3 Sekunden spare ich damit nochmal. Das ist großartig. Das kannst du nicht besser machen. Das ist Simon Schemp at his best. So wie er geschossen hat, als er 3-mal in diesem Winter schon gewonnen hat. Und die anderen haben es mitgekriegt. Und dennoch hat sich Emil Heckel-Svensson nicht beeindrucken lassen und stürzt da hinten. Oh, da wollte er allzu schnell hinterher. Wollte Simon Schemp keine Sekunde gönnen und ist gestrauchelt. André Moravec mit Fehlern muss nachladen. Der Norweger braucht lange, um in die Schlaufen zu kommen. Hat man selten gesehen, aber zum Beginn der WM hier auch schon mal, als er unkonzentriert über einen Schneehaufen gestolpert ist, der Emil Heckel-Svensson. Simon Schemp ist weg.
und immer noch 13 Sekunden Vorsprung auf Norwegen. Und die Tschechen verlieren jetzt. Dafür Marta Foucault vorbei an Tschechien auf 3. Sein Trainer Siegfried Massé. Und er weiß, das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Österreich durch, die Tschechen durch. Schipulin schießt noch. Jetzt Frankreich wieder auf Medaillenkurs. Der vorne hier ist überrundet, also die Körpersprache nicht umsonst so. Dann die Tschechen und dann Österreich mit Dominik Lannertinger und dann Anton Schipulin. Immer noch 56 Sekunden zurück. Ganz allmählich stirbt die russische Hoffnung am heutigen Tag. Deutschland auf 1. Die letzten drei Staffeln, die wurden gelaufen in Ruhpolding, in Antholz und in Oslo. Jeweils zweite Plätze für den deutschen Vierer. 5 Staffeln insgesamt gab es in diesem Winter. 3-mal Russland, 2-mal Norwegen vorn. Und das Simon Schild. Als wenn es kein Gestern gegeben hätte, als wenn es kein schwaches Schießen hier beim Sprint gegeben hätte. Ups, oh ja, genau das ist es, was bei diesen mechanischen Scheiben manchmal passieren kann, bei diesem kurvigen System. Die Scheibe machte Anstalten zu fallen, kam aber dann doch nochmal zurück, also der Impuls des Schusses auf die gültige Trefferfläche war nicht groß genug. Also kam dieses System wieder zurück, wo die weiße Scheibe im 90-Grad-Winkel von unten kommt und vor die schwarze klappt. In den skandinavischen Ländern wird dieses System oftmals verwendet und es hat so seine Tücken, eben bei Marta Foucault waren sie zu sehen. Simon, der Svensson hat nichts gut gemacht, nach hinten hast du Luft, jawohl! Also, Emil Heckle-Svensson hat nichts gut gemacht, war die Ansage von Tobias Reiter. Wir schauen nochmal, ob er wirklich recht hat. 13,3 Sekunden waren es, jetzt 15 Sekunden, Zeit für uns zum Durchpusten und zum Zuhören bei Arne Pfeiffer. Und ich sage einfach mal schon Glückwunsch zu einem großartigen Rennen an Pfeiffer. Das flutschte heute so gut durch bei Ihnen. Was war denn der Auslöser dafür? Ja, kann ich gar nicht genau sagen. Es hat auf jeden Fall im Skistand gut funktioniert heute. Und das war natürlich auch mein Ziel, zu den Höhepunkten immer mit ohne Nachlader durchzukommen. Das sind die letzten beiden Höhepunkte gelungen. Das war auch heute wieder mein Ziel. Aber Strecke muss ich mich ganz schön quälen heute. Also da ging es mir nicht so leicht von der Hand wie in den Einzelrennen. Aber ich hoffe, dass ich Simon genug Puffer mitgeben konnte, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in seiner Lage stecken, denn so 13 Sekunden hinter einem den Emil Heckle-Svensson zu haben, ist jetzt auch nicht unbedingt das Schönste. Okay, dann gucken wir einfach, wie es Simon Schemp weitergeht und Dankeschön, viel Glück, danke. So, wir können immer noch wunderbar über den See schauen und bevor es richtig kribbelig wird beim letzten Schießen, der letzte Blick ins Geschichtsbuch dieser Staffeln. Die erste deutsche Staffelmedaille gab es 1970, Bronzemedaille für die DDR. Den ersten Titel 78, als das Kleinkaliber eingeführt wurde. Den letzten 2004 in Oberhof. Luck, Groß, Fischer und Greis hießen die Glücklichen. Und jetzt muss Simon Schemp das Glück in seine Hände nehmen. Verliert nichts, er baut sogar aus den Vorsprung auf Emil Heckle-Svensson. Und das will was heißen. Da ist einer hinter ihm. Jawohl! Bring uns aber Druck drauf! Jetzt sind wir bei 16, 17 Sekunden. Jawohl! Einwandfrei! Und dann haben wir erstmal eine Lücke. Genau. 16, 17 Sekunden auf ihn hier, der bei den letzten 4 WM-Titeln von Norwegen immer mit dabei war. Emil Heckle-Svensson. Großartiger Schütze hat er zuletzt unter Beweis gestellt, als er hier Silber holte über 20 Kilometer mit 4 fehlerfreien Schießeinlagen. Also der kann es, aber der hat es auch immer wieder drauf zu straucheln, der Emil Heckle-Svensson. Marta Foucault im Rücken macht ihn sicherlich nicht ruhiger. Und der rauscht hier nochmal diesen Anstieg rauf, als wenn es kein Morgen gäbe. Marta Foucault, wir erinnern uns, 40 Sekunden waren das, die gibt es immer noch. Bronze im Moment für Frankreich, dann die Tschechien, dann die Russen, 4 und 5. Moravec und Schipulin. Dann Österreich mit Schlussläufer Lannertinger. Aber wenn die großen drei vorne fehlerfrei schießen, dann gibt es nichts mehr zu holen für Österreich und für Russland. Simon Schemp. Irgendwie gibt es da einen goldenen Streif am Horizont, habe ich das richtig gesehen? Nur nicht zu früh freuen. Nur nicht zu früh freuen.
Jetzt muss es nochmal champern. Fünfmal am besten. Wie oft hat er schon bewiesen, dass er keine Nerven hat? Ein Massenstartexperte, ein Staffelexperte. Immer dabei, wenn es Medaillen gab, zuletzt für deutsche Vierer. 2012 in Ruhpolding, 2013 in Ovimiesto. Jetzt die Nerven behalten. Emil Hekle-Svensen hat zuletzt geschwächelt in Sochi. Da hat er die norwegische Staffel von 1 auf 4 vergeigt. Glück beim vierten. Ein Nachlader für Simon Schemp. Das könnte es werden. Wenn er den ins Schwarze bringt, dann könnte es Gold werden für Deutschland. Schafft er es oder schafft er es nicht? Er schafft es! Unglaublich! Simon Schemp ist der absolute King. Wann kommen die anderen? Wann kommen die anderen? Wann kommt Svensen? Wann kommt Foucault? Jetzt kommt Svensen. Wie groß ist der Rückstand? Das müsste eigentlich packen. Simon Schemp in einer unglaublichen Laufverfassung. Martin Foucault versucht alles, schießt fehlerfrei, schießt großartig, kann vielleicht sogar noch zu den Norwegern aufrücken. 15 Sekunden Rückstand von Emil Hekle-Svensen, die anderen aussichtslos. Tschechien, Russland, Österreich. Schafft Foucault noch Emil Hekle-Svensen? Das sind 11 Sekunden, das ist machbar. Und was macht Simon Schemp? Jetzt kommt Schipulin. Es gibt keinen weiteren Sieg für Russland in diesem Winter. Dreimal waren sie erfolgreich. Neben Norwegen die Top-Favoriten des heutigen Tages. Simon Schemp ist weit weg. Svensen Zweiter, Foucault Dritter. Russland und Österreich dahinter auf 4 und 5. Und Morawetz hat noch mal ein bisschen geschwächelt. Die Tschechen auf 6. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Jetzt warten die anderen. Wie forsch die in der Woche zugange waren, das ist unglaublich und es hat sich ausgezahlt. Sie haben die klaren Ansagen gemacht. Wir wollen Gold. Und Simon Schemp könnte sein Meisterstück abgeliefert haben hier. Ein Nachlader hat er gebraucht, einmal ein bisschen Glück, aber das gehört dazu. Das war ihnen so oft nicht Holz. Und er kann es noch nicht glauben, Andi Stitzel, seit dieser Saison der neue Co. an der Seite von Marc Kirchner. Dem schießen da schon die Tränen in die Augen. Es ist der helle Wahnsinn. Gibt es noch mal so ein Happy End wie gestern? Noch mal so eine furiose Staffel wie die Frauen? Die haben vorgelegt. Gestern Abend gab es ein Schlückchen Sekt. Und sie können es alle nicht fassen. Sie können es nicht aushalten. Das ist eine Jubelrunde für Simon Schemp, wenn nichts passiert. Und das wollen wir nicht hoffen. Der ist läuferisch unfassbar gut. Der hat nur 18 Sekunden verloren auf den Matadoren. Auf ihn hier, auf Martin Foucault, auf den 20 Kilometern. Und was soll eigentlich noch passieren? Foucault mit der nächsten Medaille, das ist sicher. Bronze in der Mixstaffel, der Silber zum Auftakt, Gold über 20 und was wird's heute? Bronze oder Silber, mehr ist nicht mehr drin für Frankreich. Und was macht Simon Schemp? Der läuft sein Rennen, der läuft unfassbar gut und souverän. Emil Hekle-Svensen gibt alles, versucht alles, aber er war schon fertig, komplett zerknautscht und mürbe nach den 20 Kilometern. Hat gesagt, die haben mich so geschlaucht. Und ich glaube, der wird jetzt nur noch nach hinten schauen. Auf Martin Foucault, nach vorn hat er verloren. Auf Simon Schemp, er hat weiter verloren. Simon Schemp läuft vorne, ein großes Rennen. Und Foucault ist nicht daran gekommen, wenn auch nicht viel. Noch 9 Sekunden bis Norwegen, bis Silber. Und Simon Schemp kann zu Ende bringen, was 2004 Michael Greiss gelungen war. Der lief da mit der Fahne in Oberhof über die Ziellinie. Der letzte deutsche WM-Titel. Er stammt aus dem Jahre 2004 aus dem Thüringischen. Jetzt kriegt er noch mal Hinweise, wie groß der Vorsprung. Simon Schemp, kein Risiko mehr gehen. Bloß nicht mehr straucheln, nicht mehr stürzen. Der letzte Anstieg kommt gewiss. Immer noch Silber für Norwegen. Die Norweger zuletzt 4-mal Weltmeister bei 4 hintereinander liegenden Weltmeisterschaften. Und das ist Martin Foucault. Der hat noch lange nicht aufgesteckt. Der ist noch lange nicht müde. Er will in diesem Jahr zum 4. Mal Weltcup-Gesamtsieger werden. Aber er sieht auch Emil Hekle-Svensen und die Chance, auch heute noch Silber zu bekommen.
Und das ist wirklich großartig. Dieser Simon Schemp ist in einer fantastischen Form. Zwei Siege in diesem Winter. Dreimal Zweiter. Furiose Bilanz. Hey, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Jawohl! Der ist unten drinnen jetzt. Der ist unten drin. Ja! 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 Andi Stitzel ist überall, der kann schreien, der wird heute Abend heiser sein, das ist der Wahnsinn. Gestern hat er sich schon voll verausgabt bei den Frauen und heute schreit er hier Simon Schemp auf die letzten Meter. Und jetzt sind es 21 Sekunden in Rückstand von Emil Hecle-Svensson und er spürt, er hört den Atem von Martin Foucault schon. Allerdings, das sind weitere 10, ich glaube nicht, dass der Franzose noch die Körner mobilisieren kann. Emil Hecle-Svensson auf den letzten Metern zu bekommen, der Blick nach hinten deutet an. Jetzt will er Bronze sichern und er hier vorne läuft dem größten Triumph seiner Karriere entgegen. 5 Weltcupsiege hat er mittlerweile geschafft. In diesem Jahr ist er unglaublich unterwegs und jetzt darf er sich fertig machen zum Jubilieren, zum Gratulieren, zum Händeschütteln, zum Dauermarathon, zum Dauerlächeln. Es ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. 11 Jahre nach Oberhof bekommt er die Fahne. Er macht es wie Laura Dahlmeier. Es ist ein fantastischer Erfolg. So, so lange haben sie darauf gewartet. Simon Schemp bringt zu Ende, was die anderen begonnen haben. Erik Lesser, Daniel Böhm, Arne Pfeiffer und Simon Schemp. Das ist die goldene Connection des heutigen Tages. Das ist Gold für Deutschland. Das ist überragend. Das sind 4 junge Männer, die angesagt haben, wir wollen gewinnen und dann einfach gemacht haben, was sie vorher gesagt haben. Silber für Norwegen. Emil Hecle-Svensson mit seiner 2. silbernen hier in den Tagen von Kontiolahti. Und dann wird gleich Martin Foucault um die Ecke kommen und Bronze für Frankreich sichern. Aber das hier ist der helle Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? 3-mal Zweiter in diesem Winter und jetzt haben sie es. Bronze für Martin Foucault, seine 3. Medaille hier in Kontiolahti. Und er ist noch lange nicht satt. Morgen gibt es den Massenstart. Daran hat er vielleicht schon wieder gedacht. Bronze für Frankreich, Silber für Norwegen und Rang 4 nur für die hochfavorisierten Russen, die schon 3-mal in diesem Winter erfolgreich waren. Schipulin hat das Beste draus gemacht. Österreich wird 5., die Tschechen werden 6. Ja, es hat also nicht geschadet, vorhin schon mal kurz einen Blick in die Statistik, in die Geschichtsbücher zu werfen. Sie haben es trotzdem gewonnen, obwohl man ja nie unken soll. Er macht's mit links, nimmt die deutsche Fahne, Simon Schemp. Der Schwabe aus Uhingen, heute hat er nicht gegeizt mit Treffern. Und auch beim letzten Schießen hat er sie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Eine phänomenale, eine beeindruckende, eine überragende Mannschaftsleistung. Läuferisch waren sie schon unglaublich stark auf den 20 Kilometern. Und jetzt das 2. Gold nach Erik Lesser bei den Männern. Und das 3. insgesamt, denn gestern waren auch die deutschen Frauen schon in ihrem eigenen Märchen unterwegs. Ehre, wem Ehre gebührt. Zielsprint jetzt um Rang 7. Slowenien verliert ihn gegen die Schweiz. Und die werden sich freuen. Ein Top-8-Platz, das war das geheime Ziel der Wünsche für die Truppe von Jörn Wollschläger und Armin Auchenthaler. Und da kommen sie, die Matadoren. Wir bleiben dran an Erik Lesser, an Daniel Böhm, an Arne Pfeiffer und an Simon Schemp. Endlich, endlich, endlich. Und diesmal mussten sie nicht das Quäntchen Glück bemühen. Es war Können pur. Wie cool hat er gestern gesprochen, aber gleichzeitig auch ein bisschen mit Unsicherheit gepaart. Ein bisschen Restunsicherheit war natürlich da nach dem völlig vergeigten Sprint hier. Aber auch das zeichnet einen Weltklasse-Athleten aus. Einfach mal den Schalter umlegen und wieder die beste Form rauskramen. Simon Schemp hatte einen Vorsprung von Arne Pfeiffer mitbekommen, aber den hat er am Ende wirklich eindrucksvoll ausgebaut. Es ist großartig. Genauso ist es. Vorgestern haben sie es beschlossen. Er und Daniel Böhm zusammen beim Joggen am Flussufer hier in Yuensu, im nahegelegenen, wo sie wohnen. Da haben sie beschlossen, wir wollen Gold und das sagen wir auch laut. Dann haben sie es gesagt und einfach in die Tat umgesetzt. Das ist großartig. Die Plätze 9 für die Ukraine, 10 Weißrussland, 11 Slowakei, 12 Italien. Lange, lange nachdem die deutschen 4 im Ziel sind. Ach, wie ist das schön. Erinnerungen an Thüringen, an Oberhof werden wach. 4 neue Gesichter, 4 neue Namen. Und das sind sie. Der Thüringen Express,
Der Weltmeister, der Verfolger, er hat begonnen, Erik Lesser. Und er war gar nicht zufrieden, dass er nur als Dritter übergeben hat mit 5 Sekunden Rückstand. So muss man rangehen, dann wird es was Großes. Daniel Böhm mit einer fulminanten Laufleistung über 20 Kilometer und einem schönen 11. Platz dort. In der Form seines Lebens, das steht fest. Super Schütze, hat ein bisschen geschwächelt beim Stehenschießen, aber wer will jetzt noch zurückschauen und von Schwächeln reden? Kein Mensch. Der zweite Harzer im Team, Arndt Peiffer, macht sich auf die Socken. Und auch auf ihn ist Verlass, genauso wie bei allen anderen Staffeln, wo er eingesetzt wurde. Der macht keine Fehler, der ist cool, der hat keine Nerven. Der hat super geschossen und das Allerwichtigste, er hat einen 15 Sekunden Vorsprung rausgelaufen für Simon Schenk. Und der, obwohl er gar keine Vorsprünge mag, hat das Beste daraus gemacht, nämlich einfach vorn geblieben und gewonnen. Einmal mussten wir bibbern, Fehler und Nachlader beim Stehenschießen und ein kleiner Wackler beim vierten. Aber am Ende war alles klar, Deutschland ist wieder Weltmeister. Der 12. Titel insgesamt, eine klasse Bilanz, nachdem es seit 2007 5-mal Bronze gegeben hatte, sind sie jetzt wieder ganz oben auf. Marc Kirchner, der damals zugeschaut hat in Oberhof 2004, als Luck Groß, Fischer und Greis die großen vier waren. Heute heißen sie anders. Heute heißen sie Lesser, Böhm, Peiffer, Schemp. Unglaublich.